Vor 7,5 Monaten sind ich und unser Präsident, OK-Präsident Ramiro Rampini, das erste Mal zusammengekommen. Und dann haben wir eigentlich das OK, wie es jetzt besteht, eigentlich so zusammengestellt. Weil letztes Jahr hat das alles alleine auf die Beine gestellt und hat gesagt, ich wollte es wieder machen, aber nie mehr alleine. Und wegen dem ist jetzt ja, ich, vor 7,5 Monaten ist das erste Mal zusammengekocht worden. Jetzt stehen wir hier. Ja. Gabriel Meer, ich bin Vizepräsident des OK und Musikverantwortlich und Bauverantwortlich auf dem Dienstern Open Air. Das ist eigentlich ein Anlass, den ich gemacht habe für die Leute, oder, dass ein cooles Sommererlebnis rum ist. Bei uns ist echt der Fokus sind wir nicht rum, dass wir irgendwie Profit machen oder so. Bei uns geht es auch wirklich darum, wir gehen gerne im Sommer auch selber ins Fest und so. Und ja, man kann ja nicht immer nur profitieren, man, also von dem lebt es so, wenn man so etwas macht. Das ist jetzt das dritte Mal und das erste Mal an der neuen Location. Vorher waren wir im Hinterberg Biel. Das ist ja, im Hogar oben ein ganz kleines Gelände. Das ist wirklich zu klein geworden. Das letzte Jahr waren es gut 200 bis 300 Nasen. Und es ist wirklich einfach ein bisschen eng geworden. Und wir müssen sagen, wir machen es wieder. Und, aber dafür jetzt auf einem neuen Platz, dass wir noch etwas aufbauen daraus. Die Rückmeldungen sind sehr positiv zurückgekommen. Ja. Und auch vom Angebot her, etwas für Alt und Jung, einfach halt für ein bisschen in der Region etwas zu machen, das die Leute ein bisschen zusammenbringt. Wir haben zuerst einmal überlegt, in welche Gemeinde wollen wir überhaupt gehen wollen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch drei Willisauer im OK. Und wir haben mal geschaut, Willisau hat relativ viel Fest schon. Und dann dachte ich, komm, wir schauen doch mal an einem anderen Ort. Vielleicht eben Hergesil, wenn wir dann gerade mal relativ klein mal hatten. Und dann sind wir mal wirklich zuerst mal auf die Gemeinde gegangen und das Projekt vorgestellt. Und das habe ich sehr toll gefunden, ist ja wirklich gerade von der Gemeinde ausgekommen, mal finden wir cool, unterstützen wir. Und dann haben sie uns auch schon von Anfang an ein bisschen Hilfe geboten. Und dann sind wir, ja, eigentlich ist jemand von unserem OK auf die Idee gekommen, ja, Horn aus der Platz. Da hat schon sicher ein bisschen Infrastruktur schon um und wäre schön flach und ein bisschen neben draussen, aber gleich nicht ab vom Schuss. Und ja, sind wir mal schauen hier. Und mit den Landeigentümern ein bisschen angeschaut, dann sind wir echt auf Schluss, was echt auf dieser Seite von der neuen Apfelmilch eigentlich noch der beste Platz wäre, das Areal, weil dort auch der Strom näher ist, Abwasser näher, keine Markierungen vom Hornhausplatz irgendwie beschädigt werden könnten und so. Und ja, das ist auch optimal vom Platzverhältnis her. Ja. Wir haben jetzt ausgelegt für 500 bis 700 Leute. Wir haben jetzt gemerkt, dass wir das Festgelände etwas gross geraten ist für das, was wir eigentlich gerechnet haben. Aber finden wir auch schön, dass die Leute ein Bewegungsfreiraum haben und eben auch dort echt zusätzlich das Kuppenfeld können realisieren können. Das war zuerst nicht einmal eingeplant, aber wir haben gemerkt, mal mehr auf höheren Platz, dann nutzen wir doch für das Positive. Oder? It's time to say goodbye.